Nach Entfernen des alten Verbandes feuchte ich eine sterile Kompresse mit einer sterilen Wundspüllösung an und lege diese auf die Wunde. Wichtig ist, darauf zu achten, Kontakt zum Wundgrund herzustellen. Je nach verwendeter Lösung sollte diese jetzt 3 bis 5 Minuten einwirken. Hierdurch werden Belege aufgeweicht. Die Wunde lässt sich anschließend besser reinigen. Bei einer Wunde mit einer größeren bakteriellen Besiedlung können auch Wundspüllösungen, die Bakterizid wirken, verwendet werden. Nach der Einwirkzeit entferne ich die sterile Kompresse und reinige die Wunde mit einer neuen sterilen Kompresse, die ebenfalls mit steriler Wundspüllösung getränkt ist. Aseptische, also keimfreie Wunden, werden von innen nach außen gereinigt. Wunden, die noch mit Keimen belegt sind, reinigt man von außen nach innen. Beim sogenannten mechanischen Debridement werden Belege der Wunde entfernt. Hilfreich ist hierbei die Verwendung einer sterilen Kompresse oder einer sterilen Pinzette. Bei stärkeren Belegen kann ein chirurgisches Debridement durch einen Arzt erforderlich sein. Falls die Behandlung für den Patienten zu schmerzhaft ist, kann ich den Wundgrund vor der Behandlung mit einem Lokalanästhetikum wie zum Beispiel Emlersalbe behandeln oder entsprechende Schmerzmedikamente rechtzeitig vor der Behandlung verabreichen. Bei Verwendung von Emlersalbe muss diese auf den Wundgrund aufgebracht werden und dort mit einer Folie abgedeckt 45 bis 60 Minuten wirken. Nach dem Debridement wird die Wundumgebungshaut ebenfalls gründlich gereinigt.